Das ist doof. Man müsste Sachen zerstören können, das wäre gut. Ja, wahrscheinlich, vielleicht statt. Weißt du, ob man das Feuerohr mit der Hand abbauen kann? Nee, kannst du nicht. Ja, also. Geht's ja kaputt. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, ich würde mich halt nicht hinstellen und 5 Minuten ein Erz abbauen. Das würde mich halt ein bisschen Hey, ich nerven. probier's jetzt mal. Es geht. Oh, geht schnell und es ist kaputt. Kann ich gleich wenigstens in der Stadt mal das Feuerohr wegmachen. So, was Das brauchen für wir jetzt nicht, das brauchen wir 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 gerade nicht, das brauchen wir gerade nicht, das hier sowieso nicht. So, das brauchen wir gerade auch nicht. Oder brauchen wir es doch? Nee, brauchen wir nicht. So, was haben wir hier noch? Das LED brauchen wir auch gerade nicht. Das brauchen wir gerade nicht. Gut, hätten wir das alles. Wir sind so fleißig am Bauen, dass wir schon überziehen. Ja, habe ich Wir sind gesehen. so Ich habe schon viel gesehen, dass wir überziehen. beschäftigt. Keine Sorge. Das ist echt heftig, ey. Ich hab's im Blick. David, du kennst das doch, oder? Was kenne ich? Ja, komm, Überziehen. Ja, wir bauen das überziehen. eine noch zu Ende. Eine Stunde später. Überziehen ist immer drin. Das geht so oder so, immer. Ja, aber was mich gerade hier so ankotzt, ist, dass es so unheimlich lange dauert, gerade diese Blutaltarsteine herzustellen. Und ich würde eigentlich ganz gerne gleich die besseren herstellen, damit es danach nicht mehr so lange dauert, weil ich will jetzt nicht eine gesamte Aufnahmesession vor diesem blöden Altar stehen. Doch, Doch. muss. So, brauchst du noch mehr Kabel da unten, Frame, oder ist es genug schon? Oh, reicht, glaube ich. Ich glaube, ich habe es gerade geschafft. Überprüfe auch nochmal. Ich bringe noch so einen Stack mit. Jetzt Nee, kannst du von nee. außen prüfen, alle Maschinen laufen. Ich glaube, jetzt ist alles angeschlossen. Gucken wir mal. Die dreht sich hier nicht. Hier doch kein Strom. Welche? War die allererste. Ah ja, Moment, die fehlt noch. Aber ich habe noch genug Kabel. Okay. So, jetzt sollte alles angeschlossen sein. Dann gucken wir mal. Also, das Ding da hinten läuft. Das da. Da sehe ich nicht, ob es läuft. Das ist auch nicht angeschlossen. Dafür, Das das läuft. funktioniert. Das läuft. So, bitteschön, es ist Das läuft. aufgeräumt. Was ist mit dem da? Moment, ich schau noch mal. Der ist irgendwie falsch rum. Hast du den gedreht? Ich habe nichts gemacht dran. Also. Landen. Boah, es leckt so rum, dass ich nicht landen kann mit Ja, Teilen, ne? das habe ich auch gerade gemerkt, weil ich versucht, was zu spenden, das passiert ja nichts, dann habe ich überhaupt aufgehört zu drücken, weil. Also der hier blinkt nicht irgendwie, dieser Trypo. Und Überprüf's da. mal eben. Chronotropo? Ah ja, da, okay. Hä? Ist der jetzt doch rum richtig rum oder falsch rum? Oh, weißt du, woran mich dein Haus erinnert, Frame? Ich weiß Hä? das nicht. Jetzt Ja. sollte es Hier rum muss angeschlossen das jetzt sein. stehen. Das muss so rumstehen hier. Genau. Ja, der blinkt jetzt auch. Ach, die blinken in beide Richtungen? Weil die sehen beide gleich und gleich aus auch noch. Ist der Unterschied zwischen der und der hier? Aber. Moment, ist der auch angeschlossen? Ach so, der hat. Ja, der ist auch angeschlossen. Aber was ist denn jetzt Eingang, was ist Ausgang? Das ist Scheiße. Eingang hier, wo ich jetzt stehe. Und jetzt steht das Eingang. Jetzt hast du den Also Eingang. müssen so rum, ja? Das, was blinkt, das hier blinkt nicht, das ist nur. Ah, okay, dann sehe ich das ja. Also das, was blinkt, ist Eingang, dann ist der richtig. Der auch. Eine automatische Tierfarm, Der yay. auch. Und der hier Meines ist auch richtig. Babygeschubse. Jetzt haben wir also schon mal alles Strom. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir noch eine Leitung von dem. Also jetzt müssen wir noch eine Leitung legen zu den Breedern, dass sie Nahrung kriegen. Genau. Und dann müssen wir noch eine Leitung legen, eine Fluidac-Leitung von dem hier, damit wir das flüssige Zeug abpumpen können. Ja, obwohl ich, wie gesagt, eventuell bei den Schweinen auf den Slaughterhouse setzen würde. Das können wir hinterher immer noch umbauen. Ja. Oh, ich kann nicht mehr fliegen, es geht nicht. Es ist leckt so, dass ich nicht fliegen kann. Geht nicht.
Kann ich höher fliegen als so? Was ist denn da los? Wahrscheinlich meine Duck-Taste wieder gerade ein. Du bist geduckt dauerhaft. Echt? Ja. Jetzt nicht mehr. Ah, diese Run-Laufbug. Laufbug. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch wieder genug Leitungen noch im System dann. Also, beziehungsweise packe ich die jetzt da rein. Bei Stacks oder sowas, muss das mal rein. Redstone schon wieder ganz durchgelaufen oder was? Tatsache, der Redstone ist schon alles so durchgelaufen. Brauchen wir ja Redstone eben noch. Kann man denn aus Aluminium Ore-Berries einen Block machen oder so? Und Berries, dann macht man hier einen Block raus. Kann man da keine Erze rausmachen? Doch, man muss den Block irgendwo hinsetzen. Ich hab die. So, also brauchen wir erstmal Item Ducts und Fluid Ducts, ne? Ja. Fluid Ducts haben wir noch mehr als genug. Wo muss ich das anschließen? Da ganz hinten. Ach du Scheiße. Bim, 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 bim. Da komme ich doch niemals hin, weil alles schon voll ist hier. Nee, Strom, was ist das für ein Apparat hier? Auto-Enchanter, achso. Ja, der ist sehr nett, der Auto-Enchanter. Der hat. Ja, ich glaube das schon. Diverse Vorteile. Ah. So, gehen wir mal hier rüber und gucken mal, ob wir da irgendwo ankommen. Habe ich meine Axt ins Inventar geschmissen. Was ist hier? Hier liegt schon eine Stromleitung. Ja, die stört mich nicht. Gehe ich einmal drunter her. Du hättest die auch nehmen können. Ich brauche eine Fluidag-Leitung, keine Stromleitung. Hier ist so dunkel. Oh Mann, denn im Dunkeln ist gut munkeln. Der Blaze hat auch mal wieder was, geil. Ja. Das schnell wäre nicht mehr da. Naja, dann, ne. Das du weißt du selbst, wie das ist, ne? Du schläfst schon, ja, ist gut. Ja. Das war die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt dreht er gleich richtig auf. Ui, ob das ein gutes Omen ist, dein blauer Platz, Rame? Die Stelle, wo Navy vom Meteor getötet wurde. Ja, das ist doch super. Ein Meteor schlägt niemals zweimal an derselben Stelle ein. Och, nee, das war was mit Blitzen, du. Richtig. Ist egal. Müssen hier gleich mal irgendwo rauskommen? Ah, hier. Ein Regal direkt gebaut hier und die teuersten Items drin. Das ist, was für ein Raum? Das ist mein Raum mit der Dingsfarm drin, okay. Weil erstmal ins Wasser. Aber wenn ich da drunter gehe, dann musst du da irgendwo runter herführen. Aha, ja, hab ich kein Signal. Hätte ich dir einen Soundmuffler hier reingestellt. Ah, nee. Ach, Sunny müffelt heute gerne. Ja, die ganze Zeit schon. Das ist auch voll eigenartig. Ah, da läuft die Stromleitung her. Okay, super. Er hat meine Fackel umgesetzt. Ich wollte eigentlich die Stromleitung an der Decke herlaufen lassen und er hat die ganze Fackel erstmal umgesetzt, spontan. Genau, einfach mal. Ist ja egal. Ja, hatten wir einen Tank für XP? Nein. Nein, das haben wir nicht. Ich da meine 36 Level halt. Dann bau dir doch einen Tank für XP. Wo baue ich die am besten hin? Ich glaube, Tanks sind sogar noch im System. Ach shit, jetzt habe ich hier oben noch einen gemacht. XP-Drain geht ja schnell. Ja. Also eigentlich müssten noch Tanks im System sein. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber... Nö. Dann hat alle Ruther benutzt. Alle Tanks. Ich habe mir selber welche gebaut. Aber Tank zu bauen ist jetzt nicht das Problem. Nö. Nee. Gut, also muss ja einig. Ach Mist. Frame, kannst du mir eine Problematik selber vorbeibringen? Ja, das war aber absichtlich. Habe ich nicht. Ja, aber wir haben da gibt es extra eine Kiste für. Echt? Wo denn? Das ist so ein Fass, da sind die so drauf abgebildet. Das hier. Ja. Geil, manche Sachen haben wir echt. Eins, oder? Einer reicht mir, ja. Okay. Das ist ein Fischtank. Ich find's eigentlich total witzig. Fischtank? Wo ist denn der normale Glastank? Dass die Pneumatik-Servos irgendwie... Du musst den Open-Blocks-Tank nehmen. Hier als separates Fass rumliegen. Warum auch immer. Damit ich die immer wieder finde. Das ist ja geil. Bitteschön. Danke. Wer kann, der kann.
Dann hauen wir das mal da oben rein. Dann sagen wir mal Redstone-Signal ignorieren. Noah. Habe ich mich hier unten schon verlaufen? Echt? Raus. Ja. So. Ah, hier. Jetzt legen wir die Fluiducts alle mal hierher. Die geil, die Fackeln an der Wände stören gar nicht, da kann ich trotzdem die Leitung herlegen. Ja, die Flüssigenden. Ja, das ist wegen den Mikroblöcken. Du kannst auch zwei Fackeln in der Ecke setzen zum Beispiel und die können überlappen, das funktioniert trotzdem. Geil. Ja. Yeah. Herrlich. So, dann legen wir die legen wir mal alle hierher. Jetzt in dieses Kabel ist hier ausgedacht. Das ist gewachsen. Das ist das Problem. Nee, das, was ich gerade mache, ist nicht gewachsen. Das baue ich ja gerade erst. Ja, aber das, was davor war, ist halt Stück für Stück. Und dadurch, dass du es jetzt baust, wächst es quasi weiter. Ja, klar. Und irgendwann haben wir da 26 Schichten Kabel. Solange es nicht mehr als 10 Blöcke zwischen der Decke hier und dem nächsten Raum sind, können wir da ja einen Elevator zwischen setzen und dann ist alles gut. Elevator geht über 10 Blöcke, mehr als 10 Blöcke. 20, ja, aber du brauchst ja auch ein bisschen Raumhöhe und so, ne? Kann man den nicht updaten? Nein. Schön wär's. Aber man könnte einen von Pneumatic Craft nehmen. Den kann man nicht so hoch machen, wie man will. Aber der Pneumatic Craft. Oh, Entschuldigung. Der fährt aber auch ziemlich lang. Wie lange will denn der Razor heute noch machen? Gleich fertig. Blaze will ins Bett. Mhm. So stimmt schon. Jupp. Nee, ich muss morgen um 4:30 aufstehen. Also quasi heute, morgen, ja. Noch ist es zum Glück heute. So, jetzt ist angeschlossen. Fertig. So, also jetzt haben wir zumindest haben wir jetzt das Liquid-Zeug schon angeschlossen. Dann muss ich natürlich noch sehen, dass der Tier reinkriegt. Und dann muss das noch automatisch befüllt werden mit Futter. Das mache ich aber nicht mehr diese Aufnahme. Ja. Mein Altar wird dem Chef eh nicht gefallen, wo ich den gebaut habe, Frame. Ach, egal. Eh wieder abreißen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das Haus von Frame an. Ja, bin ich der Chef oder was? Naja. Wer sonst? So, aber damit kriege ich auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme den Altar auf Stufe 4. Das ist schon mal und schön. Und ich kriege meine Tierfarm fertig. Das ist doch schon mal schön. Da muss jetzt natürlich auch Glas oben drüber dahinter, wenn es fertig ist, aber sonst fallen so. Da immer die Leute rein. Gucken wir doch mal. Ich muss wollen wir erstmal ins Bett, damit wir auch was mit dem Helm begutachten können? Achso, ich wäre jetzt einfach hier rangeflogen und dann ist doch hell. Ja, aber es ist so ein diffuses Licht. Diffuses Licht? Diffus. Der Syphilis. Syphilis? Ein Syphilis? Typhuses Licht ist das. Frame. Ja. Jetzt gucken wir wenn man aus deinem Bett aussteigt, backt man im Glas rum. Ja, ich finde das Haus ja schon extrem geil, muss ich sagen. Ich habe es vorhin ja schon gesehen. Ja, ich auch. Das ist schon. Das ist echt. Was ist das für ein Block hier? Marble. Oh. Kann man die so schisseln? Ja. Overstylomatico irgendwie. Das ist egal, gut, ne? Ja. Alles da hingelegt. Sehr geil. Ich habe da auch erstmal gerade beim Türe aufmachen bzw. zumachen hier hinten aus Versehen mein Schwert ins Regal gelegt. Ich meine, ich mag ja Glashäuser, aber beim Kacken hast du ein Problem, ne? Ach, ich hab ja kein Klo. Achso, bist du ein Wildscheißer, oder wie? Ja, genau. Warum ist denn hier so ein hoher Turm drin, damit man da einfach mal nach oben fliegen kann, ja? Ja, ja. Es ist ein Style-Element. Auf jeden Fall ist es ein stylisches Haus. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist so eine kleine Anlehnung an ein anderes Haus, das ich mal gebaut habe. Ja, ich kenne das irgendwoher. Im Baustil, ne? Da musste ich auch direkt dran denken. Ist aber echt. Du hast den Zaun zu deinem Nachbargrundstück weggemacht und hast dann, naja. Ist das so schlimm? Nein. Okay. Schon okay. Aber schon, dass wir jetzt gleich weiter noch hinsetzen können und dann wäre es. Theoretisch können wir es versetzen. Nee, also besser nicht. Ohne Cheats. Ja, Spatial Storage. Baust dann Frame ringsrum, speicherst es in einem ME-Storage und setzt es dann woanders wieder hin. Das geht. Es ist nur sehr aufwendig. Ist gut. Auf jeden Fall, mir gefällt's. Ja. Das modernste Haus, würde ich sagen, hier auf unseren. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr modern. Ja,
Dann bin ich ja zufrieden. Ja, ne? Gut, Blaze, hast du es auch gesehen? Ja, Blaze ist auch irgendwo da. Ich bin doch auch da. Ja, ja, ich sehe dich oben auf der Minimap. Ja gut, dann wieder an der Laterne treffen und... Oh, deine Smeltery ist gewachsen. Ein bisschen. An der Gastlaterne treffen, genau. Das ist schön. Ja, wenigstens auch Saturation und so. Ich hab dieses Folge nichts zu essen müssen. Nö, ich auch nicht. Ich nur doch, ich ein bisschen, als ich unterwegs war. Ja, wollte ich gerade sagen, auf den Flügen musste ich ab und zu was essen. 2 Fische habe ich verbraucht. Und wir haben ja mehr als genug Fisch. So, Frame, ich danke dir für deinen Gastauftritt hier. Schönes Haus gebaut auf jeden Fall. Jo, immer gerne. Weiß ich. Ach, da ist jetzt auch eine Spritze drin. Der Gast. Gut, ja. Gibt's noch was zu sagen? Schaut mal bei Frame auf seinen Kanal vorbei. Der hat einen Elfer vom Rücken. Für Frame. Für Frame. Macht coole Videos, auf jeden Fall. So. Bei Sebi braucht ihr nicht vorbeigucken. Nein, dann könnt ihr natürlich auch vorbeigucken. Ich hab dich nicht gehauen. Ich habe dich nicht gehauen. Das Schwert erinnert mich an das. Jetzt ist das Inventar, wenn es ist leer. Rother, sagt dir... +1. Sagt dir zufällig Take It Light, dieses rote Schwert, noch was? Ja, oh, es ist auch genauso mächtig. Oh, ja. Okay. Es ist genauso mächtig. Okay. Darum. So. Frame kommt nochmal an, oder? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich kann ja nicht mehr fliegen. Ja. Ja, wir verabscheuen uns. Oder so ähnlich. Wir warten noch, bis Frame wieder hier ist. Die 2 Sekunden haben wir auch noch. Gut, Alter. Hallo. Ich hab's reportet, ich hab's genau gesehen. Ich weiß von nichts. Er war schon fast da, Blaze. Er war schon hinter dem Haus. Egal. So, wir sehen uns einfach morgen wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Boah.